Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Not. Ausweichkampagne. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich in Mission 7 angekommen. Genau, muss ich kurz gucken. Und ja, wir haben hier unsere Basis aufgebaut schon. Wir waren beim letzten Mal hier angefangen. Haben es zuerst versucht, hier unten reinzugehen, aber das ist... uncool. Schaut euch das an. Das ist eine vollwertige Basis. Und das ging entsprechend nicht gut beim letzten Mal, aber nicht schlimm, liebe Leute. Da kommt da auf jeden Fall der Gegner. Der kommt da jetzt gerade an mit dem BMT. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Gummipanzer, kommt mal nach vorne hier. Wo fährt der hin? Ich krieg auch wieder Verstärkung. Ach, da ist ein Durchgang. Aha, da ist ein Durchgang, Leute. Okay, dann ruf da los. Und überfahren. Überfahren, los. Da ist also auch ein Durchgang. Okay. Verstehe, liebe Leute. Aber wo habe ich denn gerade eben die Verstärkung gekriegt? Ach, das war nur der eine Gummipanzer. Okay, stimmt. Gut. Und ja, liebe Leute, Samstagabend. Ich habe mich jetzt einfach mal dran gesetzt hier. Viel Zeit habe ich, glaube ich, nicht. Aber genug Zeit, um hier zumindest mal die Mission noch mal ein bisschen weiter zu spielen. Genau, ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehmen kann. Deshalb ja, versuche ich das mal ein bisschen schneller hinzukriegen. Und Sammler, machst du da schon wieder für Sachen? So, genau. Nicht außen rumfahren, weil das wäre zu lange, definitiv. Was macht der da? Flammenwerfer, macht den mal kaputt da. So. Macht den mal am Arsch da. Und, ja. Was soll... Was macht den noch kaputt? Die Frau. Oh Mann, Leute. Wir sind Frauenmörder. Ja, wir sind halt die Not. Es ist... Ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier, aber... Was soll ich machen? Ist halt Command & Conquer. Und, genau, den kann ich auch noch mitnehmen eigentlich. So. Na. Oder auch nicht. Es ist meine ganze Verteidigung weg. Hm. Das ist blöd. Aber gut. Nicht schlimm. Einfach drüber. Flatsch, macht den Knochenbrecher. Und da kommt er jetzt mit Grenadieren an. Okay, auch überfahren einfach. So, wunderbar. Sehr gut. Und ihr macht den kalt, ja? Sehr schön. Wunderbar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, nehme ich mir diese Gummipanzer hier. Und gehen wir los. Schau ich an, Leute. Gute alte Gummipanzer-Armee. Haha, wie geil. Und ja, freue ich mich, dass ihr hier dabei seid. Und dann machen wir einfach mal weiter jetzt hier mit dieser Mission. So, ich habe jetzt zwar einiges an Gummipanzern, aber der Gegner, der hat halt auch einiges da drinnen stehen, ne? Das ist ja so krass. So, wollen wir mal gucken, ob ich das mit den Einheiten hier schaffe. Muss ich gleich mal gucken. Ja, Leute, falls ihr irgendwelche Geräusche oder Sounds hört im Hintergrund, das liegt daran, weil ich mein Fenster auf habe. Ist angenehm kühl heute, das Wetter. Das heißt, boah. Fenster auf. Genau. Und, ich kann eigentlich weiter die Gummipanzerproduktion ankurbeln. So. So, dann warte ich mal auf seinen Sammler. Ja, wobei, könnt ihr euch schon mal hier sammeln? Das wäre doch schon mal... Ah, der Sammler kommt, der Sammler kommt. Okay, dann sammelt euch mal da und ruft da los. Ruft auf den Sammler, da kommt er nämlich mit allem, was er hat hier. Und bam. Sehr schön. Und am besten hier auf den Jeep zuerst und dann einfach drüber fahren. So. Und sehr schön. So. So, liebe Leute, dann haben wir ihn jetzt erstmal hier. So, mach die platt da, die Männchen. Dann haben wir ihn jetzt hier leergeräumt. So. Dann können wir reinfahren. So, sehr schön, Leute. Alles klar. Dann macht dieses Krankenhaus da im Arsch. Sehr schön. Ach genau, schön. Da ist er schon selber über die Grenadiere gefahren. Sehr gut.
Und ja, dann mach ich mal diese Türme hier platt. Da hat er noch einen Sammler jetzt gebaut. Okay. Interessant, Leute. So. Aber ihr macht jetzt einfach mal diese Türme hier im Arsch. So. Ja, der geht sogar kaputt, glaube ich. Der geht sogar kaputt, ja. Ah, gut. Dann fahr einfach hier drauf da. Los. Und zack. Sehr schön. So muss man das doch machen, Leute. Und einfach da drüber fahren. So, wunderbar. Dann haben wir den Typen eigentlich schon, ne? Auch wenn er sich jetzt hier nach wie vor wieder aufbaut. Aber im Prinzip haben wir den. Ja. Wir haben jetzt nur noch hier Gebäude übrig. Und ja, die nehmen wir ihm jetzt auch noch weg nach und nach. So, dann haben wir auch die 7. Mission schon von den Not. Und ja, die Kampagne geht sau schnell, muss ich sagen. Geht echt schnell. So, macht den Bau auf platt. Dann passt das doch schon mit dieser Armee hier. Ja, ich warte mal auf den Sammler, den der da noch hat. Bevor ich den dann noch jagen muss, dann. Das wäre scheiße, Leute. Das würde unnötig Zeit wegnehmen. So, bam, bam, bam. Oh, jetzt. Och, du Scheiße. Jetzt ruckelt das aber ordentlich hier. Was zur Hölle? Was zur Hölle, Spiel? Och, Leute. Hör da auf. Hör da auf. So. Jetzt können wir die Raffinerie auch kaputt machen. Und tschüss. Sehr schön. Da kommt der Sander sogar reingefahren. Sehr gut. Fahr in deinen Tod, lieber Sammler. So. Und dann noch diesen Turm hier und dann haben wir es auch schon. Mission 7 Not. So. Sehr gut. Jetzt kommt's, der macht uns noch alle platt, wa? Das wär's ja. Und zack. Das war's. Sehr gut. Alles klar, Mission 7 ist fertig, Leute. Und, boah, war ziemlich einfach am Ende. 24 Not-Einheiten verloren, ja, ist okay. Neutral 19. So viel zum Thema, nur Wissenschaftler. Ja, Seth. Ist klar. Nur Wissenschaftler. Naja, gut. So. Oh, jetzt kommen die GDS wieder da oben raus. Aber wir sind weiter im Vormarsch in Afrika. Aber, liebe Leute, aber, ich möchte euch was sagen. Und zwar, jemand von euch hat mir in die Kommentare geschrieben, wie man die Dino-Mission aktiviert. Und zwar, Steuerung gedrückt halten und diese vier Schrauben hier nacheinander drücken. Und, siehe da. Dinosaurier-Mission! Funpark 01. Das wird lustig, Leute. Das bleibt jetzt auch freigeschaltet. Ich wusste, dass es nämlich mit diesem Fragezeichen ist. Aber erstmal nicht. Erstmal machen wir hier tatsächlich die Not- und die GDI-Kampagnen erstmal durch. Und jo. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal weiter. Ah, gut, dass ich das freigeschaltet habe. Mission 7 Orca-Raub. Aha. Ist auch wieder die gleiche Katze, wie auch wie wir beim letzten Mal hatten, glaube ich. Orca-Raub. Ja, interessant, Leute. Hört sich interessant an, der Titel. Tja. Dich hält ja wohl gar nichts auf. Ich glaube, die Katze habe ich schon gesehen. Aber Kane ist wohl doch nicht so beeindruckt von dir. Ah, doch nicht. Moment. Ich abkommandiert zu einer simplen Propagandamission. Brich in diesen GDI-Stützpunkt ein und stiehl ihr neues Spielzeug. Es ist der Orca. Ein extrem schneller Angriffshubschrauber. Zerstöre damit dieses Dorf. Das sollte doch ein Klack sein für jemanden von deinem Kaliber. Neue Cutscene, Leute. Höchst interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da eine neue Cutscene serviert bekommen. Aber krass. Und eine neue Pixel-Cutscene vom Orca. Ja, wir sollen diese Waffe von den GDIs stehlen. Ja, dann machen wir das gleich mal. Wenn er durch ist. Und zwar jetzt. Sehr schön, und es ist wieder eine begrenzte Einheit. Ich könnte doch kotzen, Leute.
Ich könnte echt kotzen. So, wo sind wir denn hier? Wir sind oben rechts. Immer diese begrenzten Einheitenmissionen. Das muss doch nicht sein. Gut, aber dann werde ich mal erkunden fahren hier. So, lass den Grenadier mal durchs Tiberium rennen. Und, ach du Hacke. Okay. Gehen wir von der Küste weg, weil da habe ich doch eben ein Schiff herfahren sehen. So, Leute, dann gucken wir mal das... Ach nein. Gucken wir mal, dass wir hier die Karte weiter erkunden, wollte ich gerade sagen. So. Und, jo. Mach den Grenadier platt. Und, ja, bin ich mal gespannt. Diese Mission kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Die kenne ich überhaupt nicht, diese Mission. Alter! Haust du ab? Ja, danke. Danke, dass du mir schon Big Buggy geklaut hast, Penner. So, was mit den anderen? Die stehen da in Sicherheit. Okay, ich habe da noch einen Invasor. Oh, mercy. Oh, geh doch weg. Nein! Ach, du Penner-Schiff, ey. Mann. Tiberian Sun hier, so. Oh, mercy. Ah, genau. So, dann überfahren. Sehr gut. Puh. Hier scheinen viele Einheiten zu sein. Das könnte interessant werden. Ja. Die Karte geht sehr weit nach unten. Ja, das ist kein Thema. Das ist kein Problem. Lass den ruhig da. Lass versuchen. So, liebe Leute, dann gucke ich mal mit dem Motorrad, dass ich... Ach, jetzt schieß doch nicht gegen die. Oh, das ist ein Kampfpanzer. Motorrad, zieh die hier hinten rein, bitte. Einfach weiterfahren, nicht schießen. So, sehr schön. Und bam. Wunderbar, so. No mercy. Der Soundtrack ist auch witzig, ey. Mitleid ist für die Schwachen. Ja, ja, klar. So, dann können wir diesen Kampfpanzer platt machen. Da ist ein Sammler. Können wir... Nein, 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 ich lasse den mal. Es kann sein, dass ich den noch brauche. Es kann sein, dass ich den jetzt noch brauche, den Sammler. Deshalb lass den mal bitte. Lass den bitte in Ruhe. So. In the name of Kane. So. Oh nein! Ach, das ist doch dumm. Das ist doch blöd, ey. So, die Gummipanzer und nutzt das mal aus, dass der Panzer da auf das Männchen schießt. Genau. Ah, schade. Leute, schade, schade. Aber irgendwie... Was ist denn damit jetzt? So. Überfahren einfach, komm. Oder so. Genau. Geht mal aus dem Weg da. So. Ich bin echt mal gespannt, ey. Diese Mission kenne ich, wie gesagt, echt noch gar nicht. Noch gar nicht, Leute. Aber ja. Komm, überfahrt die doch. Speziell den Grenadier überfahren. So. Und den da auch, bitte. So. Okay. Warum ist der jetzt halb kaputt? Was ist das da für Gebäude? Ja, jetzt habe ich hier auf der linken Seite erstmal keine Einheiten mehr. Oh, was ist hier? Fahr mal da rein, bitte. Das ist auf jeden Fall ein Weg, okay. Der Gummipanzer ist jetzt auch weg. Ja, den Grenadier, den kannst du platt fahren. So, sehr schön. Oh, da ist die Basis, okay. Gut, vielleicht muss ich mir die Basis unten einnehmen. Die Frage ist dann aber, ich speichere das mal, Leute. Mission 7 Not. Ich speichere das mal. Nicht, dass wir das verkacken jetzt hier. So. Dann. Nimm bitte die vier Schützen mit nach vorne. So. Dann Flammenwerfer los. So. Weiter Flammenwerfer. Und weiter Flammenwerfer. So. Sehr schön.
Ja, dann bin ich jetzt eigentlich überfragt. Der Turm, der ist halb kaputt. Es kann sein, dass ich... Boah, ich dachte schon. Es kann sein, dass ich die Basis hier einnehmen muss, ne? So. Das kann sehr gut sein, Leute. Na komm. Den Turm, den kriegen wir ja wohl jetzt. So. Ja, genau. So, sehr schön. Okay, da muss... Ach du Scheiße. Alter, nein. Nein. Ach du... Sackgesicht, ey. Echt Sackgesicht von GDI. Ja, kann sein, dass das schon gewesen ist jetzt. Mann. Hey. Lässt du meine Invasoren? Ja, das kann ich vergessen. Scheiße. Okay, da war ich zu voreilig. Und, ja, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal, allerdings ein bisschen koordinierter. Die Flammenwerfer nach vorne. So. Okay. Dann hier. Und dann hier. Auf die Grenadiere, so. So, sehr schön. Und dann... Genau. So, wunderbar. Komm ich da hin? Nee, ich dachte schon. So, dann einmal... Alter! So, sehr schön. Und tschüss. Und drüber fahren. Auch hier über die. Da einfach drauf fahren, komm. Och, nö. Warum hat das denn wieder nicht geklappt da? Ah, da kann ich mir auf jeden Fall was einnehmen. Ah, okay, okay. Scheiß Grenadiere da. So, dann. Druff, los. Aber doch nicht so. Das ist hier verkackt. So, und. Und. Oh, Gott sei Dank. Ja, aber die krieg ich doch nicht. Die Grenadiere krieg ich doch nicht. So, jetzt da. Nee. Nee, das kannst du vergessen. Scheiße, Mann. Scheiße. Leute, jetzt wird's ein bisschen spannend, muss ich sagen, in der Kampagne. Und, ja, dann müssen wir es nochmal angehen. Ich glaube, ich muss die Schützen mal nehmen. Mit denen mal erstmal nach vorne gehen. So, und hier... Schieß doch! Ja, natürlich. Klar, hat er mir... Das gibt's doch nicht. Hat er mir direkt die Invasoren weggenommen, ey. Mensch. Leute, Mann, Mann, Mann. So. Aber da frage ich mich allerdings, wofür sind die Einheiten da links? Ja, klar. Direkt alle weg. Unglaublich, echt. Unfassbar. So, mach den kalt. So. Unfassbar. So. Auf den Grenadier. So. Sehr gut. Haben wir uns ja noch einigermaßen gerettet hier. Ja, dann. Schieß den Turm bitte kaputt. So. Sehr gut. Dann kann der Panzer bitte auf das Mannequin da fahren. Genau, einfach hier drüber. So, wunderbar. Dann können die Mannequin bitte... Mann, jetzt hör doch auf! Ach, du kleiner Grenadier, ey. Schaffe ich das jetzt noch? 5 gegen 4, aber davon sind halt 2 Raketen. Einheiten. Das schaffe ich doch nicht. Okay, los, kommt. Okay, doch, hier, los. Die wollen nämlich auf die Invasoren. Ach, Gott sei Dank. Zum Glück wollen die auf die Invasoren. So, das kann ich doch jetzt mal speichern. Mission 7, Nord 2. Genau. Oh, da haben wir gleich sogar auch schon... Ah,
Okay, Leute. Das halt. Oh nein! Oh fuck. Oh nein, Leute. So, ach. Verdammt, Leute. Ja, da kann ich nichts machen mit. Scheiße. Da stehen da noch Einheiten rum. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, da stehen noch Einheiten rum. Ja, gut, aber dann nehme ich mir die Sachen jetzt erstmal ein. So. So, Leute. Wüstenjäger. Ach, hätte ich mir vielleicht sogar... Ja, wartet mal. So, jetzt... Was hätte ich mir da vielleicht sogar die Melikenfabrik einnehmen sollen, wa? So. So, dann alle drauf da los. Oh, sehr schön, Leute. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt hier zumindest... Da sind noch mehr Einheiten. Ja, ich hätte die Melikenfabrik einnehmen müssen. Ah, okay. Gut. Alles klar, dann nehme ich die Minigenfabrik. Dann nehme ich nicht die Panzer. Okay. Leute. Okay. Dann. Erstmal den Orca, dann die Energie, dann das Geld. Das brauchen wir nämlich. So, Leute. Und die Minigenfabrik. Mal gucken, ob wir die kriegen. Mal gucken, ob wir die kriegen. So. Einmal Invasor, Leute. Genau. Einen Moment bitte, keine Pause. So, da bin ich wieder. Und ja, genau, dann probieren wir das doch jetzt mal. Ah, da gibt es sogar einen Bauhof. Da gibt es sogar einen Bauhof einzunehmen. Ach, geil. Okay, sehr schön. Allerdings, der Sammler, der wird ja dann wahrscheinlich gleich... ich weiß nicht, ob der kaputt gehen wird. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall... Geld für Schützen. So. Können wir zumindest mal hier ein paar Männchen bauen. Och. Das ist doch nicht wahr. Wie weit können die denn werfen? Ja, das war klar, Leute. Das war klar. Boah, die Grenadiere, die gehen mir so auf den Piss. Boah, gehen wir die auf den Sack. Ey, ernsthaft jetzt. Und wo fährst du hin? Wo fährst du? Wo fährt der hin? Okay. Nein. Ja, lasst euch ruhig abballern, weißt du? Wisst ihr? Ach, Mann, ey. So, dann lad den Orca auf, bitte. So. Der Turm, der muss auch unbedingt weg. Mach diese Grenadiere weg. Schieß doch. Alter. Ja, komm. Dann, ich überfahre dieses Minikin. Mit dem Sammler kann ich die doch überfahren. Ach, genau. So einfach kann das doch gehen hier. Da kann ich mir gleich nämlich eine Werkstatt bauen. So, genau. Und, haha, schaut mal, wir haben hier eine GDI-Basis. Ich muss diesen Turm hier wegkriegen, ne? Ich muss den Turm da wegkriegen. Okay, Leute. Ich muss diesen Turm da wegkriegen, weil dann kann ich nämlich weiter sammeln. Okay, sehr gut. Der Orca ist wieder voll. So, jetzt steht da unten wahrscheinlich noch einer. Kann das sein? Ja, natürlich. Natürlich, ey. Ja, der repariert doch. Mann. Und den Sammler jetzt da durchzuschicken, das ist auch kacke. Verdammt. Wartet mal, brauche ich denn noch einen Bauhof? Ich glaube nicht. Ich brauche eigentlich Panzer. Ja, wisst ihr was? Kommt, Leute, ich verkaufe meinen Bauhof. Ich brauche Invasor und dann einen Panzer. Weil damit ich diese Scheiße da wegkriege, diese Kacktürme. Und halt kaputten Sammler hab.
Aber den kann ich ja nachbauen, das ist ja nicht das Problem. So, Kampfpanzer. Gib mir bitte 2 Kampfpanzer und noch 2 Invasoren. Oh Mann. Da wird das nochmal extrem spannend hier. So zum Ende hin. Konstruktion fertig. So. Sehr gut. Warte ich jetzt noch, bis dieser Panzer da fertig ist. So. Konstruktion fertig. So, sehr gut. Dann haben wir eigentlich. Schaut mal da. Okay. Dann haben wir eigentlich eine vollwertige Basis jetzt. Ja. Ja, Mist. Leute, scheiße. Ich muss gucken, ob das ausreicht. Haha, sehr gut. Schaut euch das an. Den Turm hier unten kriegen wir zumindest schon mal weg. Ist schon mal gut. So, bam, bam, bam. So, sehr gut. Alles klar. Dann wäre der Turm da unten schon mal weg. Dann mache ich die jetzt noch kaputt hier. Die Türme und bam. Genau. Oh, sehr schön. Der macht den da oben kalt. Und ihr macht bitte hier unten den Grenadier weg. Hallo, schieß doch! Die schießen nicht. Die schießen nicht, ne? Oh Mann, Leute. So, dann haben wir uns hier unten befreit. So, perfekt. Und dann kann ich sammeln gehen. Sehr schön, liebe Leute. Okay. Dann haben wir allerdings jetzt einen Orca, ne? In Ordnung. Breche auf. Wir haben einen Orca. Ja gut, aber ich glaube, Leute, die Folge ist schon voll. Wir hätten unsere Einheiten hier unten tatsächlich zusammenführen können. Aber, ja, wisst ihr was? Ich brauche noch einen Sammler. Oh, da ist noch ein Mannequin. Überfahr den einfach so, liebe Leute. Dann müssen wir eigentlich nur mit Orcas hier oben das Dorf kaputt machen. Da steht ein Raketenwerfer. Oh Mann, ich glaub's nicht. In Ordnung. Den Orca kann ich auch nicht nachbauen, ne? Hm, Leute, okay. Fliegen Sie damit zum lagernehmenden Dorf, zerstören Sie es. Für den Angriff wird die GDI verantwortlich gemacht werden. Ja, toll. Aber brauche ich denn überhaupt noch einen Sammler? Bestätigt. Wartet mal. Speicher das mal bitte. Mission 7 Not. So. In Ordnung. Der kann nach oben. Okay, gut. Abwarten. Alles klar, dann. Dann mit dem Orca hier. So, das Dorf platt machen. Okay, sehr gut. Weil Einheiten kriegen wir da keine drüber. Oh Mann, jetzt steht der Raketenwerfer da. Jetzt steht der scheiß Raketenwerfer da, ey. Das gibt's ja wohl nicht. So, okay, dann. Pablos Pöbelclub. Okay. Interessant. Ich muss da so ein bisschen Katz und Maus spielen mit dem. Okay, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Ey, würde ich mich sehr freuen tatsächlich. Ich sehe es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.